Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2 mit Familie Wandervogel, Arthur Wandervogel, seiner Frau der Beatrix, seinem oder Adoptivvater Armin Sims und seinen drei Kindern Georg, Wolf und Beatrix. Es ist Samstagabend kurz vor 21 Uhr und ja, wir gehen mal direkt rein. Arthur tanzt hier unten noch, er guckt uns auch direkt auch noch an. Was denn? Was? Du musst... Ja, dann geh doch ins Bett. Muss ich dir das immer alles sagen, dass du ins Bett musst? Hier kommt Beatrix nach unten. Mal gucken, ob Wolf auch direkt nachkommt. Ja, oder? Ja, ich glaube, Georg, ihr Bruder, sie sollte eigentlich Ball spielen mit ihm. Und Armin geht ins Bett. Okay. Ja, Beatrix, weiß ich nicht. Was sie jetzt so direkt macht. Hunger hätte sie auch. Spaß ein bisschen. Okay, warte mal. Ich gehe mal bei ihr dann Reste nehmen. Guck mal kurz bei Wolf vorbei. Okay, ne? Ach, bei Georg. Ich sage immer zu ihm Wolf. Ich weiß auch nicht. Und er ist auch Wolf. Unser wirklicher Wolf, der sitzt hier auf dem im Wohnzimmer und lernt und lernt und lernt. Hat jetzt fast schon alle Sauberkeitspunkte echt erreicht. Krass. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, er möchte gerne auch noch ein bisschen Sport vielleicht machen, dass es ihm auch Spaß macht. Deswegen schicke ich ihn mal hier spielen mit Georg. Genau. Und die Beatrix, die kann dann den Rest wieder wegräumen. Auch sie würde ja gerne irgendwie Sport machen wollen. Die drei sind es nämlich alle drei. Wie mache ich denn Basketball? Football, Boxwettkämpfe, Fußball. Keine Ahnung. Zusehen. Reicht ihr das auch schon? Ich kann ihr ja mal schicken zum Zusehen. Mal gucken, ob ihr das auch schon Spaß macht. So, unsere Beatrix ist nach Hause gekommen und... Ach, ich habe auf eine Beförderung gehofft. Ralf Keller hat sie mitgebracht. Oh, irgendwie... Keine Ahnung, was das genau war. Wartet mal, ich guck mal gleich. Freundschaftlich umarmen und einfach mal reden. Erinnerungen. So, was hast du denn? 25.000 hat sie verdient. Hörst du es klimpern? Die Kohle gehört ganz alleine mir. Ich schwimme im Geld. Ja, das tut sie. Und was, wisst ihr, was ich eigentlich so krass finde? Sie ist die... Ja, sie ist... Was ist da? Was ist denn Beatrix? Keine Ahnung. Also sie ist... Ja, geh mal abspülen. Sie ist, also, Beatrix. Habe ich jetzt zu ihr Beatrix gesagt? Sie heißt natürlich Xenia. Also, diese Beatrix ist die Adoptivtochter von Mortimer und Dina Grusel. Wie gesagt, Adoptivtochter. Und sie ist immer so ein bisschen, naja, nicht so zur Familie gehörend. Was ist denn hier draußen? Ja, also nicht so zur Familie gehörend erzogen worden. Und nun ist sie, glaube ich, so eine in den eines der reichsten Familien überhaupt. Ja. Also sie hat es wirklich, wirklich sehr gut hier geschafft. Ah, so, das ist... Wow, es donnert. Wow, es donnert. Okay, Georg, du darfst auch nochmal gerade ein paar Reste nehmen. Wir haben ja Wochenende hier. Samstagnacht. Eigentlich müsste ich die Jungs ja wegschicken. Aber das habe ich mal wieder verpasst, glaube ich. So. So, Wolf kommt jetzt rein. Oh mein Gott, Wolf. Sauberkeitspunkt. Okay, wartet mal. Wolf geht jetzt mal schlafen. In das Bett bitte. Ach du meine Güte. Und du auch. Nach oben.
Ja, dann geh doch mal in dein Bett. Habe ich doch gesagt, eine Etage höher. Dein Bett ist hier. Beschwerst du dich? Komm, geh hoch. Ballett-Klamotten hier. Hey, Georg, kann ich Wolf sprechen? Nee, der ist gerade jetzt ins Bett gerutscht. Ich wollte jetzt fast jemanden anderen anrufen, aber ich glaube, das kommt um die Uhrzeit ja auch am Wochenende nicht so gut, ne? So, mein Lieber, was kann ich denn mit dir noch eigentlich machen? Noch ein bisschen mehr Sport? Kann es sein, dass ich für Sport immer noch irgendjemanden anderen brauche? Nee, Fußball spielen, das kann ich auch alleine machen, genau. So. Okay, du hast jetzt alles so quasi hingekriegt und jetzt kannst du nochmal ins Bett gehen, hier nach oben. Armin müsste jetzt eigentlich... Armin müsste aufgewacht sein. Er ist jetzt 77 Jahre alt. So. Hat es immer noch nicht ganz geschafft, in die Zone zu kommen. Deswegen schicke ich ihn dann wieder runter und dann darf... Oh, darf erstmal das Klavier reparieren. Okay, dann eben erstmal reparieren. So, unser Gast, der guckt Football oder ähnliches im Fernsehen gerade, während draußen es donnert und blitzt. Was ist denn los? Oh. Toni Greven, ich glaube, der geht zu Wolf. Georg. okay. Dankeschön. Ich habe jetzt ins Spielfeld der Träume, kann ich jetzt gehen. Wobei ich jetzt erstmal müde bin und erstmal ins Bettchen krabbeln möchte. So, schlafen in Unterwäsche. Alle drei. Oh, sind hier so total müde. Aber du müsstest jetzt, genau, du müsstest jetzt wach sein. Plaudern. Okay, na dann, tschüss. Gehe ich doch mal ins Bad. Und hier habe ich ja eigentlich alles erreicht. Um 10 muss ich zur Arbeit. Bis dahin sollte alles ganz gut sein. Okay. Dann würde ich mit ihm ja nochmal runtergehen, hier abspülen. Das wollte ich ausmachen. Nee, da ist ja jemand am... Oh, die drei können... Erziehung hat er auch nie gelernt. Okay. Mechanikpunkte könnten wir noch ein bisschen aufputschen. Danach. So, ihm. Achso, Hygiene. Okay. Okay, warte mal. Dann gehen wir erstmal duschen. Und danach... Wobei, ich mache erstmal die Sauberkeit. Da war nur noch ein Punkt. Ich glaube, Armin, du stehst ihm im Weg. Kann das sein? Guck mal hier hin. Jetzt gehen sie beide ausmachen. Tanzen, Hula. Und du sollst erstmal duschen gehen, bitte. So. Und dann Sauberkeit lernen. Haha. Und die drei Kids. Oh mein Gott, warum seid ihr alle so müde? Ich glaube, das Sport machen, das macht die voll fertig. Macht die echt voll fertig. Hier, ich finde das auch irgendwie, dieses Zimmer auch echt schnuckelig, ja, mit den 4 Fenstern quasi irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das gefällt mir. Das habe ich ja sehr viel später dazu gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, das Haus war am Anfang ein zweistöckiges Haus und hier unten habe ich das Wohnzimmer komplett noch angebaut. Das andere war so mehr oder weniger, also ich habe halt so die Farben und so noch verändert. Aber mehr oder weniger so. Und hier oben, das war auch, das ist ungefähr so geblieben. Und hier war eigentlich sowas wie ein Flur. Aber ganz, also kürzer irgendwie. Also ich habe das nach hinten noch vergrößert quasi. Oh Gott, sieht man das eigentlich von der Seite? Ja, hier guckt. Da, das Teil hier habe ich noch vergrößert. Das ist jetzt quasi sowas wie eine Terrasse eigentlich irgendwie geworden. Und hier oben habe ich jetzt, ja, das
das Stockwerk habe ich, glaube ich, komplett oben drauf gesetzt, meine ich. So viel ich mich noch erinnern kann. So, oh, für Begeisterung, für Fitness. Naja, gut. Ihn lasse ich jetzt echt mal tanzen. Tanz, bis du echt endlich in diese Zone reinkommst. Mach. Mach. Und er tanzt und er tanzt. Den Hula. So, Beatrix, wann ist es soweit mit dir? Ein bisschen, ich lasse dich auch noch ein bisschen. Und die drei Kids? Okay. Okay, dann eigentlich sie wirklich. Ich spule jetzt wirklich so ein bisschen vor. Okay, gut. Ja, wir haben es geschafft, dass er jetzt in die Zone kommt. Juhu! Armin, in der Zone der Musik. La 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 la. Das ist doch cool. So, sie darf mal Frühstück servieren, nämlich Pfannkuchen. Das kannst du gerade mal machen. Und Armin will dann jetzt echt mal duschen gehen. Und, keine Ahnung, was ich mit ihm noch mache. Ein Sauberkeitspunkt. Und das heißt... Tschaka. Auch das hat er vervollständigt. So, einmal zu Ende machen. Und dann kannst du Mechanik weiterlernen. Als Belohnung für deinen Enthusiasmus habe ich eine ganz besondere Plakette in dein Inventar abgelegt. Moment, das war jetzt für Arthur, oder? Wartet mal, ich... nee. Ach, das war für Armin. Ah, guck mal, Musik- und Tanzplakette. Oh Gott, dafür müssten wir auch fast extra Zimmer oder extra keine Ahnung was anstellen. So, einmal hier. Cool. Das ist zum Beispiel auch eines, ich glaube fast eines der wenigen Häuser, wo ich schon zwei Generationen habe mit Fotos. Ich habe das leider nicht von Anfang an gemacht, deswegen zum Beispiel die beiden, also das ist die Armin Sims, den erkennt man dann noch hier, und das ist seine Frau, die Beatrix, Patrizia, ehemals Patrizia Wandervogel, habe ich erst halt gemacht, als die Senioren waren. Und hier oben seht ihr den Arthur und die Beatrix. Das finde ich schon echt, echt cool. Also bei dem Flur quasi momentan. So macht es mir einfach Spaß, dass ich auch wirklich die Häuser, dass man dann sieht, wer hat hier alles gewohnt und so. Und dann eben so diese ganzen Plaketten, wenn man sie hinkriegt. Was ich leider mit Beatrix nicht geschafft habe. Also es sollte hier wahrscheinlich die erste Plakette sein. Ich glaube, man kann es doch dann auch noch lesen, oder? Ich meine, man könnte es lesen. So, ich gucke jetzt nochmal erstmal nach den Kids. Du bist schon aufgestanden wahrscheinlich. Dann gehst du mal hier oben ins Bad. Das kannst du noch sauber machen und danach kannst du runter zum Essen. So, Essen. Oh Gott, er ist jetzt natürlich hier. Oh, mit Anzug und Krawatte? Echt jetzt? Das ist aber auch gar nicht deine normale Klamotten. Wow. Okay. Schalt mal das hier aus. Komm. So, ausschalten. Und, Moment, das kannst du dann abspülen. Und einmal kannst du es weglegen, weil du nämlich nichts essen möchtest gerade. Hm. Und ich glaube, du kannst jetzt anrufen. Ab 7 sollten wir anrufen können. Ich gucke dann nochmal ganz kurz, wen. Kannst du mal deine Tochter versuchen oder diesen Leonhard? Vielleicht. So, einmal gehen. Arthur, du musst noch ein bisschen machen für die Mechaniker. Ein bisschen hat er noch. Aber ich lasse ihn auch mal was essen. Einfach aus dem Grund, weil ich ja eine Beförderung mit ihm haben möchte. Und dass er möglichst, dass es ihm möglichst gut geht, dass er möglichst überall im grünen Bereich bleibt. So, einmal die Tochter nochmal anrufen. Das ist seine Tochter, mit der er telefoniert hat. Also eine Tochter und mit ihm jetzt zwei Söhne. Wobei er nicht von ihm direkt abstammt, sonst hätten sie die gleichen Namen. So, einmal darf auch Georg noch aufstehen. So, Moment.
Alltagsklamotten anziehen und... Ja, was mache ich denn mit dir? Mache ich... Ich weiß es gar nicht. Ach Gott, süß. Nee, Xenia heißt sie doch. Xenia hat alles selbstständig sauber gemacht. Du gehst mal hier unten dann da rein. Kannst dann noch... kannst dann vielleicht sogar noch spielen. So. Okay. Xenia. Xenia geht's auch ganz gut. So, du kannst mal das hier weglegen. Und ich glaube, das hier erstmal auch weglegen. Und jetzt, oh Gott, genau. Super. Das ist ein Bild. Das ist echt ein Bild. Oh Gott. Das muss ich... Ach shit, wartet mal. So. Ein bisschen von unten gehend. Das ist Vater und Sohn, oder? Das ist Vater und Sohn. Die sehen sich sowas von ähnlich. Das ist krass. Ich meine, die Nase ist bei ihm. Ja, wobei. Ich habe sogar die gleiche Frisur irgendwie bei den beiden, oder? Muss schon lachen. So, Beatrix. Du darfst dann nochmal ein bisschen benutzen gehen. Und was hast du eigentlich für ein Hobby? Auch Musik und Tanz. Okay, dann kannst du ja auch noch ein bisschen spielen gehen eigentlich. Wow. So, jetzt die letzte Runde nochmal zum Schauen. Du telefonierst gerade noch. Ich würde dich jetzt mal gerne noch einfach ins Bett schicken. Dann den Arthur, dem geht es doch hoffentlich soweit gut. Du kannst das nochmal kurz betrachten. Georg ist noch oben gerade und macht irgendwie was hübsch an sich. Ich würde ihn jetzt gerne mal gerade nochmal zum Lernen schicken. Die Physiologie und unsere Jüngste, die spielt, glaube ich, oben noch was. Ah, dich würde ich aber mal gerne hier nochmal zum Üben schicken. Und vielleicht den Wolf würde ich dann zu dir noch wirklich hinschicken. Also wirklich den Wolf. Dass du dich mit ihm ganz gut verträgst. So. Arthur geht zur Arbeit. Keine. So. Das ist sehr schön. Hallo. Guten Morgen. So, du räumst das gerade noch weg. Genau. Oh. Juhu. Da war ich jetzt zu langsam. Mit Xenia mitmachen. Beatrix hat jetzt auch alles voll gemacht hier. Das ist natürlich auch super. Ach Gott, komm, Beatrix, dann schicke ich dich auch noch lernen. Was könntest du denn vervollständigen? Die Sauberkeit eigentlich. Unten, das haben wir noch nicht so großmächtig. So, ja, kurz vor 10, dann würde ich jetzt sagen, dann machen wir uns auf zur nächsten Familie. Das ist hier drüben Familie Fröhlich dann. Und verabschieden uns hier von der Familie Wandervogel. Ich sag auch zu euch ein Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.